Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Sutality, Ihr Markt für Lebensmittel im Ländle. Ja, herzlich willkommen beim Ländle-Sport, präsentiert von Sutality hier auf Ländle TV. Schön, dass Sie dabei sind in dieser kurzen Woche wegen dem Nationalfeiertag. Ich würde sagen, machen Sie es gemütlich. Wir haben wieder jede Menge für Sie vorbereitet, unter anderem die Fußball-Landesliga, außerdem die Vorarlberg-Liga und die VNRT-Elite-Liga. Wir lösen das Tor des Monats September auf, sollten Sie nicht verpassen. Und bei uns die Alps-Hockey-League mit dem EHC Lustenau und der VEU Feldkirch. Jetzt geht's los. Viel Spaß. Ja, in der Fußball-Landesliga, da späht ein Team momentan so Richtung Tabellenspitze. Die Rede ist vom FC Koblach. Und am vergangenen Wochenende, da war der FC Riefensberg zu Gast zum eigentlichen Top-Duell in dieser Liga. Da ging es eben um diese Tabellenspitze. Und wer sich da durchgesetzt hat, mein Kollege Helmut Welte, war für Sie dabei. Landesligaschlager in Koblach. Der FCK ganz in Blau, auf Platz 3 der Tabelle gelegen, empfängt den punktegleichen FC Riefensberg. Für beide Teams gilt es dabei, den Anschluss an die Tabellenspitze nicht zu verlieren. Will man im Kampf um die Winterkrone ein wichtiges Wörtchen mitreden. Dabei müssen beide Teams auf wichtige Spieler verzichten. Beim FCK fehlt Torjäger Tursun Karatay. Die Gäste aus dem Wald müssen auf Spielertrainer Tomasz Pekala verzichten. Dementsprechend vorsichtiger Beginn im Schlager. Beide Teams wollen nicht zu früh in Rückstand geraten. So entwickelt sich ein offener Schlagabtausch im Mittelfeld. Echte Torraumszenen sind vorerst Mangelware. Die Defensivabteilungen bestimmen das Geschehen, lassen nichts anbrennen. Bis zur 37. Spielminute. Schneller Koblach-Angriff über links. Dominik Meier mit der Flanke auf Elias Stark. Der tanzt noch einen Riefensberger aus und haut die Murmel zur 1:0 Pausenführung ins lange Eck. Hinein in die zweite Spielhälfte. Die beiden Teams schalten einen Gang höher, fighten um jeden Zentimeter. Die Chancen häufen sich. 48 Minuten sind gespielt. Hoher Ball in den Koblacher 16er. Kopfball Thomas Waldner. FCK-Keeper Weger klärt mit Reflex. Gut eine Stunde im Loma von der Uhr. Diesmal auf der anderen Seite. Elias Stark auf Berkant Özmen. Der chippt die Kugel völlig blank über den Riefensberger Kasten. In der Schlussphase werfen die Gäste, angetrieben von Regisseur Julian Birkfeldner, alles nach vorne und haben bei einem Rufkopfball in Minute 85 die Chance auf den Ausgleich. 4 Minuten später, Riefensberger Ausgleichschance die nächste. Niklas Fink schiebt die Kugel vorbei an Koblach-Keeper Hele, aber Ugiay kratzt das Ding von der Linie. Es bleibt beim 1:0. In der Nachspielzeit macht schließlich Einwechselspieler Marc Dürtscher mit dem 2:0 den Deckel drauf und sichert der Kirchmann 11 den 7. Dreier im 8. Spiel nach dem Trainerwechsel. Der Peter Dach, FC Koblach, bleibt damit weiterhin mit nur einem Punkt Rückstand auf das Führungsduo Hittisau und Kennelbach auf Platz 3. Wie viel Spaß hat dir das heutige Spiel gemacht? Ja, erstmals vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Also ich hätte jetzt gesehen, 8 bis 9, wenn die ersten 20 Minuten nicht gewesen wären. Da haben wir ein bisschen gebraucht, bis wir ins Match hineingekommen sind. Aber danach war es eine richtig, richtig starke Mannschaftsleistung. Ja, alles gut gelaufen. Wir war heute eine schwierige Partie. Kämpferisch am Ende kommen müssen.
Zum Glück haben wir vor der Pause das 1-0 geschossen und sind auch froh, dass wir das über die Zeit drüber gekriegt haben und am Schluss dann das 2-0 gemacht haben. Der FC Koblach also weiterhin mit einem Auge an der Tabellenspitze. Und eine ähnliche Konstellation, die haben wir auch in der Vorarlbergliga. Da ist auf Platz 3 der SC Göfis und die warten so Wochenende für Wochenende eigentlich auf einen Stolperer von einem der zwei Teams, die vor ihnen sind, nämlich der SV Locher und der FC Alberschwende. Und die Mannschaft aus Göfis hatte eine recht schwere Aufgabe am Wochenende. Die mussten in den Bregenzer Wald zum VfB Bezau. Und der Spitzenreiter vom SV Lochau war in Hart zu Gast. Beide Spiele haben wir für Sie zusammengestellt. Der FC Hart in Blau hat den Spitzenreiter aus Lochau in Weiß zu Gast. Und die Weißen, die legen auch gleich los. 8. Spielminute, Seitenwechsel der Lochauer. Und in der Mitte, das ist Marcel Ladinek. Frühe Führung für den Favoriten. Und in Minute 34, da hat einer ganz viel Platz, Torjäger Steffen Makani. Und wenn der Raum hat, verwertet er diesen auch. 2-0 Führung für den SV Lochau. Und ein Torjäger nutzt jeden Fehler. Wir sind in Halbzeit 2, unsauberer Klärungsversuch der Harder. Und Makani ganz leicht zum 0-3. Und das ist dann auch der Endstand. Der SV Lochau gewinnt auswärts und bleibt an der Spitze der Tabelle. Der SC Göfis in Blau zu Gast im Bregenzer Wald beim VfB Bezau. Die Göfner, die wollen den Anschluss nach oben nicht verlieren. Der VfB will nicht weiter nach unten rutschen. 32. Minute. Achtung, Bogenlampe in den Bezauer Strafraum. Romana schaltet am schnellsten. 0-1 für den SC Göfis. Doch der VfB kommt zurück. 40 Minuten gespielt. Eckball von der rechten Seite. Und die Weiterleitung findet Egender. 1-1 Ausgleich. Doch noch ist nicht Pause, Freistoß Göfis. Und die Flanke findet tatsächlich Allgäuer im Zentrum. Führung für die Göfner. Und die legen in Hälfte 2 gleich nach. Angriff über rechts und Chan drückt den Ball über die Linie. Neuer Spielstand 1-3. Keine 3 Minuten später, aber der VfB mit Dos Santos, der zieht einfach mal ab, Anschlusstreffer. Und Distanzschüsse können die Wälder, gute Balleroberung im Mittelfeld, über die Außenbahn kommt der Ball nochmals in die Mitte zu Benjamin Fröwis und dessen Schuss passt genau ins untere Eck, der Ausgleich für den VfB Bezau. Doch wenige Minuten später dann wirkliches Pech für die Hausherren Zutolüti, bei diesem Freistoß noch leicht mit dem Kopf dran, später Führungstreffer für den SC Göfis. Und dieses Ergebnis reicht den Gästen nach 90 Minuten. 3-4 Endstand und 3 Punkte für die Göfner. Ja, der SC Göfis macht seine Hausaufgaben mit einem 4-3 Sieg im Bregenzer Wald, aber eben auch der SV Lochau mit einem 3-0 Erfolg in Hart. Wir schauen noch mal kurz auf die anderen Ergebnisse. Das erste Lebenszeichen vom FC Blau-Weiß-Feldkirch, die setzen sich mit einem 2-1 gegen den FC Hörbrands durch. Der FC Alberschwende gewinnt auswärts in Fussach. Der SV Ludesch schlägt den FC Andelsbuch mit 5-2. Der FC Schruns gewinnt gegen den
FC Lustenau. Also hinten wird gepunktet. Der SK Meiningen und der FC Bietzau trennen sich 1:1. Und die SC Altach Juniors gewinnen 4:0 gegen den FC Nenzing. Die Tabelle eigentlich unverändert in der ersten Tabellenhälfte. SV Lochau weiterhin Tabellenführer mit 38 Punkten. Ein Punkt Unterschied, nämlich mit 37 Punkten der FC Alberschwende und der SC Göfis weiterhin in Lauerstellung. Und hinten am Tabellenende, da haben irgendwie alle gepunktet. Der FC Schruns kann 2 Plätze gut machen, steht nun auf Platz 14 mit 14 Punkten. Und der SK Meiningen und der FC Hörbrands rutschen jeweils einen Platz nach unten und noch weiterhin Schlusslicht der FC Blau-Weiß-Feldkirch, aber jetzt mit 5 statt 2 Punkten. Der SV Lochau also weiterhin Gipfelstürmer in der Vorarlbergliga. Und apropos Gipfelstürmer, wir schauen mal in die Bundesliga. Der SCR Altach jetzt mit 2 Spielen 4 Punkte eingesammelt. In Linz gab es ganze 3 Punkte mit einem 0:1. Gipfelstürmer sind sie jetzt noch nicht, aber einer hat da schon den Anfang gemacht, nämlich Trainer Damir Kanadi. Der ist in unserer Sendung Begegnung am Berg mit Franz Lutz auf dem Weg nach oben. Sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Sehr, sehr gut geworden. Jetzt in der Mediathek nachschauen, es lohnt sich auf jeden Fall. Und wir bleiben so ein bisschen bei Gipfelstürmern, nämlich wir kommen zum Tor des Monats September. Und da ist natürlich das Kribbeln da. Wer wird's? 5 wunderschöne Tore haben wir gesehen. Und wir können Ihnen jetzt die Auflösung geben. Viele von Ihnen haben sich es wahrscheinlich schon gedacht. Der Torschütze trägt gerne Gelb. Und hier sehen wir es nochmal. Maurice Wunderli mit seinem wunderbaren Fallrückzieher. Mit 56% hat er die Nase deutlich vorne. Und wir waren bei unserem Partner Landsteiner Elektrotechnik GmbH. Wir sehen hier die Bilder, haben ihm die Trophäe übergeben. Er freut sich ganz besonders über das Tor des Monats September. Und an dieser Stelle soll auch erwähnt werden, unser U14-Kicker von Brühl hat den sensationellen 3. Platz gemacht. Auch von unserer Seite da nochmal einen extra Applaus. Herzlichen Glückwunsch, ganz tolle Leistung. Merken Sie sich diesen Namen, es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, und der Torschütze des Monats September, Maurice Wunderli, der musste in der Elite-Liga kurz nach der Übergabe der Trophäe gleich wieder auf den Platz zu Gast. Der SC Rötis, da wollte der VfB Hohenems natürlich die Serie weiter ausbauen und nach oben hin aufschließen. Dieses und 4 weitere Spiele, jetzt sind alle Spiele, alle Tore. Viel Spaß. Sowohl der VfB Hohenems im traditionellen Gelb-Blau als auch der SC Rötis wollen nach den Niederlagen in der letzten Runde mit einem Dreier wieder in die Spur zurück. Der VfB bemüht, dem Spiel den Stempel aufzudrücken. Doch die erste Duftmarke, die setzen die Gäste. Marco Wieser zieht ab, aber VfB-Keeper Breitfuß hält mit einer Glanztat seinen Kasten sauber. Gut eine halbe Stunde im Herrenried gespielt. SR-Angreifer Renan Nepomuceno verliert einen Zweikampf mit Funke Feuerstein. Aber nicht nur das, sondern auch die Nerven. Der Goalgetter wird nach einer Tätlichkeit am VfB-Verteidiger, der anschließend ausgewechselt werden muss, von Schiedsrichter Gucci unter die Dusche geschickt. Noch 3 Minuten bis zur Halbzeit. Der SC Rötis über Meier, weit auf Wieser, zurück auf Meier. Und der netzt unter Mithilfe von VfB-Keeper Breitfuß zum 0:1 Pausenstand ein. Fliegender Wechsel in den zweiten Spielabschnitt. 64. Spielminute. Meier fault Lampert, Elfmeter für den VfB. Maurice Wunderli verwandelt mit seinem 20. Saisontreffer sicher zum 1:1 Ausgleich. Nun wollen die Grafenstädter mehr, setzen nach und gehen 14 Minuten später erstmals in dieser Partie in Führung. Die SR-Defensive bringt die Kugel nicht aus dem Gefahrenbereich.
Maxi Lampert ist zur Stelle, zieht ab und die Kugel zappelt zum 2:1 Endstand im Netz. Der VfB Hohenems ist mit diesem Erfolg weiter auf einem Playoff-Platz. Im IMO-Agenturstadion trifft Ligasorgenkind Schwarz-Weiß Bregenz auf die Roten vom FC Eck. Ein Spiel, bei dem es für beide Mannschaften um wichtige Punkte geht. Doch besser ins Spiel kommen die Gäste. Der FC Eck über links, die Flanke findet den Kopf von Meusburger und der relativ leicht mit dem 1:0. Doch die Bregenzer finden zurück ins Spiel, nämlich durch diese unnötige Aktion der Ecker Abwehr. Es gibt folgerichtig Strafstoß. Dennis Frank Blaser, souverän vom Punkt, Ausgleich. Und die Bregenzer legen in Halbzeit 2 noch einen drauf. Angriff über die rechte Seite, kein gutes Abwehrverhalten der Wälder. Und hinten steht wieder Blaser und spitzelt den Ball über die Linie. 2:1, der neue Spielstand. Doch noch nicht der Schlusspunkt. Der FC Eck kommt noch einmal. Und wie? Clemens Olsen zieht einfach mal ab. Der Ball im Tor, Ausgleichstreffer in Minute 59. Und viel passiert nicht mehr. Schiri Seidler hat alles gesehen. Eine gerechte Punkteteilung am Bodensee. Die Amateure des SC Austria Lustenau in Weiß in dieser Saison oft im Pech. Heute zu Gast auf der Gastra beim FC Rot-Weiß Rankweil, die im gewohnten roten Dress. Und die erste Halbzeit gehört ganz klar den Austrianern. Die finden besser ins Spiel, haben Chance um Chance. Bei diesem Schuss von Florian Rusch half den Rankweilern nur die Stange. Die Weißen, sie müssten zur Halbzeit eigentlich führen. Doch Fußball kann hart sein. Zweite Halbzeit, die Rankweiler kommen über die linke Seite. Der Ball im Tor, doch Assistentin Gucci zeigt Abseits an. Und das ist aus ihrem Blickwinkel völlig vertretbar. Doch Schiri Seidler sieht ein wichtiges Detail. Der Ball kommt vom Gegner. Nach kurzer Rücksprache, die richtige Entscheidung also, Tor für Rankweil. Und die legen gleich nach. Gute Ablage auf Fabian Koch. 2:0 für Rankweil. Die Austrianer jetzt vollkommen überfordert. Es spielt nur noch eine Mannschaft und dann auch noch das Elfmeter. Wieder ist es Fabian Koch, wieder Tor, 3:0 heißt der neue Spielstand. Und Fabian Koch, der hat heute richtig Bock, setzt sich in Minute 79 gut durch und macht das 4:0 für den FC Rot-Weiß Rankweil. Und in Minute 88 dann der Schlusspunkt. Wieder Koch, der wurschtelt sich im Strafraum durch. 5:0 für die Rankweiler. Und das war's dann auch. Fabian Koch erzielt in 18 Minuten 4 Tore. Die Rankweiler feiern den Heimsieg. Das Ergebnis spiegelt jedoch die Leistung der Austrianer nicht wider. Ja, Rothenberg in Rot empfängt den FC Lauterach in Grün im Bregenzer Wald und es sollte ein Spiel der Standardsituation werden. Kaum Nennenswertes passiert in Hälfte 1, deswegen der Sprung in Minute 75, Eckball Lauterach. Und da ist besonders einer immer gefährlich, Christoph Kobleder, per Kopf die Führung für die Gäste. Doch die machen sich das Leben selber schwer. 86. Minute, Handspiel im Strafraum, Elfmeter für Rothenberg. Ja.
Kevin Bentele nutzt diese Chance. 1:1 Ausgleich. Ja, und das war's dann tatsächlich auch. Der FC Rothenberg und der FC Lauterach trennen sich gerechterweise mit einem 1:1. Feiertag vorverlegt, Stadtderby in der Messestadt. Der SC Admira Dornbirn in Blau hat den Dornbirner SV in Schwarz zu Gast. Und die knapp 700 Fans müssen nicht lange auf ein Tor warten. 12 Minuten gespielt, Eckball Admira und Bertignol steigt am höchsten. 1:0 für die Hausherren. Wir springen in Halbzeit 2. Wieder ist es ein ruhender Ball. Die DSV-Abwehr behindert sich im Strafraum gegenseitig. Und Dulabic sagt herzlichen Dank auch. 2:0 für die Admira. Doch der DSV, der kommt nochmal zurück. 10 Minuten vor dem Ende. Schelling mit dem Kopf. Die Hoffnung für die Gäste. Sie ist da. Doch nur 6 Minuten, denn dann macht Nino Palinic, alles klar, 3:0 für den SC Admira Dornbirn im Stadtderby. Und dann pfeift Routinier Johannes König ab, Heimsieg für die Admira, die mit diesen 3 Punkten Tabellenführer bleiben. Enjoy Bregenz. Figur- und Muskeltraining. Gesundheit und Spaß. Bei Enjoy Bregenz steht der Mensch im Mittelpunkt. Unsere hochqualifizierten Mitarbeiter sind Experten im Bereich Gesundheit und Fitness für alle Altersgruppen. Wir helfen dir, deine Wünsche und Visionen zu erfüllen, damit du dein Leben genießen kannst. Trainieren kannst du überall. Deine Ziele erreichst du mit Enjoy. Ja, und auch in der Alps Hockey League war Heimspieltag angesagt. Auf der einen Seite die VEU Feldkirch hatte den HC Meran zu Gast und ein paar Kilometer weiter in der Rheinhalle der ERC Lustenau empfängt die SG Cortina. Für beide Ländelclubs war natürlich die Devise Spiel auf Heimsieg. Wem das gelungen ist, wir schauen es uns an. Viel Spaß mit beiden Spielen. Schwarz-Rot, das ist die VEU Feldkirch und die Herren in Weiß, das ist der HC Meran. Spannendes Duell in der Vorarlberghalle und es geht rein in ein hochklassiges Spiel. Die VEU beginnt frech und mutig, kommt in Minute 8 zu einer guten Chance. Die Kombi findet Tobi Reinbacher und der erzielt die Führung für die Feldkirche. Ja, die Fans, sie haben noch allen Grund zur Freude. Denn dann entwickelt sich ein Spiel auf Augenhöhe. Chancen sind auf beiden Seiten zu verzeichnen. Wir sind schon im zweiten Drittel. Der HC Meran versucht es über die rechte Seite, dann über die Mitte und irgendwie ist der Puck dann drin. Alström mit dem 1:1 Ausgleichstreffer. Und 6 Minuten später kommen die Maraner wieder vors Tor. Über rechts kommt der Puck in die Mitte, da steht wieder Alström und das ist die Führung für den HC Meran. Und jetzt bricht die VU etwas auseinander. Dieser Puck von Borgatello ist ebenfalls drin. 1:3, der neue Spielstand.
Doch die Feldkirche kämpfen sich wieder zurück. Angriff über die rechte Seite. Der Puck kommt zurück zu Burnsdale und der mit dem Anschlusstreffer 2:3 in der Vorarlberghalle. Und das ist noch nicht der Schlusspunkt. Die VU wirft alles nach vorne. Bolterle setzt sich über die Seite durch, bleibt an der Scheibe und macht den Ausgleich, belohnt damit kämpferische Vorarlberger. Und nach 60 Minuten ist es dann klar, es geht in die Overtime. Doch in dieser ist es der HC Meran, der besser reinkommt, bringen den Puck in die Mitte und da steht einer wieder völlig frei, Oskar Ahlström mit dem goldenen Tor des Abends, 3:4. Die VEU muss sich gegen den HC Meran also eine bittere Overtime-Niederlage einfangen. Ja, was kann man dazu sagen? Wir waren läuferisch auf jeden Fall definitiv die bessere Mannschaft. Spielerisch waren sie routinierter, das ist, glaube ich, keine Schande zuzugeben. Wir sind ein junges Team. Wir haben gut mitgespielt. Chancenverwertung war heute besser als sonst, aber ich meine, wir haben sehr viele Chancen gehabt. Stange, ein paar Mal. Ich selber auch. Pech auch dazu natürlich. Heimspieltag für den EHC Lustenau in Grün. Zu Gast in der Rheinhalle sind die Italiener aus Cortina in Weiß-Blau. Es geht hinein in ein Spiel, das Spannung garantiert und in dem der EHC seine Stärken ausspielen kann. Doch die erste Chance des Spiels haben erstmal die Gäste Hansens. Im EHC-Tor jedoch nicht zu überwinden. Und auch die Lustenauer verstecken sich keinesfalls, scheitern aber ebenfalls am Schlussmann. Besser machen sie es aber in Minute 8. Das Zuspiel auf Valenta, das sitzt und der macht aus guter Position die 1:0 Führung für die Lustenauer Eislöwen. Und die machen gleich weiter im Textangriff. Über rechts, schöne Finte von Valenta. Der erste Schuss kann von Cortina noch entschärft werden, der von Puschnik aber nicht. 2:0, der neue Spielstand in der Rheinhalle. Wir sind schon im zweiten Drittel. Der EHC drängt auf das 3:0. Doch dieser Spielabschnitt gehört den Defensivabteilungen beider Teams. Ein ausgeglichenes Drittel. Einziger kleiner Aufreger, diese Szene vor dem EHC-Tor. Die Aufregung jedoch dann schnell verflogen. Und damit ins letzte Drittel. Cortina will den Anschlusstreffer und bekommt ihn auch. Die ERC-Abwehr einmal nicht optimal sortiert. Lacetelli hebt den Schläger rein. Es steht 2:1. Cortina jetzt mit einem leichten Chancenplus. Drängen auf den Ausgleich, scheitern aber einmal mehr. An ihm hier, Erik Hansens im Tor der Lustenauer. Und das rettet dem EHC dann auch den Sieg, denn nach 60 Minuten steht immer noch ein 2:1 auf der Anzeigetafel. Die Lustenauer gewinnen dank einer starken Performance von Keeper Hanses. Das weiß auch EHC-Spieler David König. Ja, wir haben uns vorgenommen, dass wir mal gut ins Spiel starten. Das haben wir jetzt diese Saison nicht nochmal ein bisschen verschlafen, sage ich jetzt mal. Und auch das dritte Drittel gut abschließen. Ja, am Schluss war es ein bisschen knapp, aber ich glaube, defensiv haben wir dann doch noch gut gespielt und auch der Goalie hat gut gehabt. Erik, super Job gemacht heute. Die VEU also mit einer bitteren Overtime-Niederlage gegen Meran, aber kämpferisch sehr, sehr starke Leistung. Darauf ist aufzubauen mit der jungen Truppe. Und der EHC Lustenau feiert gegen Cortina einen 2:1 Heimsieg. Ja, und damit lassen wir Sie jetzt wieder alleine. Wir verabschieden uns hier aus dem Sportstudio in Götzis. Schön, dass Sie dabei waren beim Ländlesport, präsentiert von Sutolüti.
hier auf Ländle TV. Genießen Sie die kurze Woche mit dem Feiertag und Sie wissen, am Montag empfangen wir Sie um 20 Uhr wieder mit einer neuen Folge hier aus dem Sportstudio in Götzis. Bis dahin wünsche ich Ihnen wirklich eine schöne Zeit, viel Gesundheit und bleiben Sie sportlich.